nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grimms Dottier hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Dass er tot ist? Alter, man kann sein Gehirn sehen. Natürlich ist er tot. Was ist mit dem Code-Dings? Der Schlüssel? Ja, Code-Schlüssel. Ich habe ihn. Ist kaputt. Gehen wir. Hey, was ist das? Was war das? Da! Hier liegt der Messer. Können wir nicht ran. Sicher, dass du den Ablauf verstanden hast? Die letzten Minuten machen mich immer nervös. Es wird schon klappen. Nun, schön vorsichtig sein. Eine Mutter reicht mir, Wikes. We'll be right back.
Gib mir noch 3 Tage. Die Geräte können am ersten Tag bewaffnet und am zweiten platziert werden. Natürlich die Arche, aber du kennst die Details. Wir müssen gemeinsam zuschlagen, sonst können wir es vergessen. Nicolas, hör zu. Weil du uns verraten wirst. Das ist absurd. Warum sollten sie uns zuhören? Das ist paranoid, aber gut. Nein, gut. Wir führen ein sicheres Gespräch aus meinem Auto. Bist du Ivan? Ja. Sind Sie Amerikaner? Polizei? Ja und nein. Die Polizei ist auf dem Weg. Bis dahin bin ich dein einziger Freund. Aber kein sehr enger. Wir müssen gehen. Schnell. Sie werden uns finden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will deinen Codeschlüssel. So war das nicht abgemacht. Die Abmachung steht. Man wird dich lebend finden. Aber zuerst will ich den Codeschlüssel. Das ist nicht, was ich mit der Frau am Telefon abgemacht habe. Versuche ich dir zu erzählen, wie man Zivilisten abschlachtet? Was? Das tue ich nicht. Also versuch du mir nicht zu erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Die Polizei ist auf dem Weg und du wirst es überleben. Gib mir den Schlüssel oder ich nehme ihn. Das war nicht abgemacht. Ich glaube, das sagt nichts. Hör mal, gib mir einfach nur den Schlüssel. Ich hasse es, Leute zum Schreien zu bringen. Davon bekomme ich nur Kopfschmerzen. Hier. Danke. Jetzt such dir ein gutes Versteck, bis die Polizei kommt. Verdammt! Fischer, das wird dir gefallen. Das macht mich nervös, wenn du das sagst. Die Russen sind im oberen Geschoss verteilt. Du wirst ein bisschen aufräumen müssen, bevor die Osprey landen und dich da rausholen kann. Ich verstecke mich. Was? Wer? Was ist das? Erweckt sich da etwas?
Wozu nur all diese Reden? Wer zur Hölle sind Sie? Aha. Keine Fragen, nur Antworten. Und zwar schnell. Ja, verstehe. Warum Daten von Hunt aus einem umkämpften Gebiet bergen? Die Daten sind mit einem nicht übertragbaren Hardware-Codeschlüssel verschlüsselt. Was sind das für Daten? Daten über eine Arche. Ich bin nur Bote. Ich weiß nicht. Was ist das? Weiß nicht. Nicolaze will es unbedingt. Wohin solltest du den Koffer bringen? Keine Ahnung. Das sollte ich erst erfahren, wenn ich das Fluchtboot erreicht habe. Messi ist ein Sicherheitsfanatiker. Messi? Bitte, ich will nicht. Philipp Messi, Nicolazes Chefprogrammierer. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Töten Sie mich ruhig. Nicolazes Männer werden es eh tun. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt verschwinde von dort.